Hey Leute, willkommen zum neuen Video. Ich habe auf Instagram gefragt, was ich so für Tricks hier im Skatepark machen soll. Also ich habe so ein Video geschickt vom Skatepark und dann einfach gefragt, was für Tricks ich so machen soll. Und ich habe viele Antworten bekommen und jetzt werde ich ein paar davon versuchen zu machen. Oder ich habe mir Screenshots gemacht und dann werde ich jetzt probieren, die Tricks zu machen. So, als ersten Trick habe ich mir rausgesucht von Elia Barspin to Manual. Ich werde jetzt erstmal Manuals kurz machen, weil ich bin heute noch keinen Meter gefahren und dann mache ich Bar to Manual in die Bowl. So, ich habe mich jetzt ein, zwei Runden warm gefahren, bin jetzt schon wieder halb am Schwitzen, weil es schon wieder so warm ist. Weil das viele Leute geschrieben haben, ich werde nachher probieren Truck Driver aus dem Flyout zu machen. Ich kann den nicht, aber es haben so viele geschrieben, dass ich den echt probieren will. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Und jetzt erstmal den Bar to Manual. Ich könnte ihn auch aus der Bank machen. Aber weil das wahrscheinlich 1 Million Versuche brauchen würde und dann das Video nicht fertig wird, mache ich ihn jetzt einfach hier aus dem Flyout und dann in die Bowl. Nein! Oh, endlich, ich habe jetzt 10 Minuten oder sowas gebraucht, um den scheiß Trick zu machen. Ja, so anstrengend. Also hätte ich ihn aus der Bank versucht, wären wir wahrscheinlich am Ende vom Video noch nicht fertig. Also, ich hole schnell mein Handy und dann kommen wir zum nächsten Trick. So, als nächsten Trick nehme ich mal vom Huddle den X-Upright 360. Und zwar habe ich gestern schon probiert, X-Upright 360 zu machen und es ist nicht so einfach. Deswegen werde ich einfach probieren, an der Hip so X-Upright 270 zu machen. Das ist auch schon relativ schwer und yo, let's go! Jetzt wo wir schon beim X-Up sind, werde ich einmal den Nolly X-Up hier aus der Bank machen und danach hat noch einer geschrieben, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil das ist schon recht eklig, X-Up Feeble Grind. Achso, den Nolly X-Up hat Lexen VTR vorgeschlagen. Und jetzt der X-Up Feeble, wo ich jetzt mache, hat Huger underscore BMX vorgeschlagen. Also, der erste Versuch war schon mal richtig eklig. Einfach draufgesprungen, auf den Park. So, der X-Up Feeble hat jetzt nicht geklappt, ich habe mir übelst Handgelenk gefickt und bin jedes Mal abgerutscht, wenn ich drauf war. Deswegen mache ich jetzt noch einen anderen Trick, den haben sich auch mehrere Leute gewünscht, und zwar Feeble Hard. Ich habe den jetzt eigentlich schon überall gemacht, außer die Down Curb dort hinten, diese richtig große. Deswegen werde ich jetzt als Challenge mir nehmen, dort runter zu feebeln und Hard 180 zu machen. Also, let's go! Als letzten Trick, bevor ich jetzt Truck Driver anfange, mache ich jetzt noch Kickflip. Und zwar, weil Chris, also ein guter Kumpel von mir, beim Radfahren hat mir das geschrieben. Und ich habe jetzt endlich gelernt, den auch mit dem rechten Fuß zu kicken. Deswegen mache ich jetzt einfach mal kurz beide. Und dann gehen wir schon zum Truck Driver 360 Bar. Alright, ich habe jetzt den Regular einmal mit Abrutschen und danach nochmal gut geschafft. Und jetzt mache ich den Oppo, also mit dem linken Fuß vorne. So,
So, ich habe jetzt die meisten Tricks geschafft, bis auf den X-Upheaval, den muss ich auf jeden Fall nochmal üben, der ist eigentlich recht cool. Und jetzt gehen wir zum Truck Driver, das heißt, ich setze mir jetzt einen Helm auf und wir gehen ans Flyout. Also ich habe ihn bisher noch nie geschafft. Ich habe schon so oft 180 Bars und alles mögliche gemacht, um irgendwie näher ranzukommen. Hat nicht funktioniert, deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt was wird. Let's go, lass den 360 Bar Spin probieren. So, ich glaube, ich bin jetzt kurz davor, den Truck zu schaffen, aber ich muss schnell meine Kamera in den Schatten stellen, weil die wird richtig heiß und dann geht's weiter. Oh Mann. Yo, Alter, lasst auf jeden Fall ein Like für den 360 Bar da. Junge, ich bin so hyped. Ich habe jetzt 3-4 Mal hintereinander so mit Tap geschafft. Ich bin auf jeden Fall jetzt komplett nass geschwitzt. Mir ist auch eingefallen, ich habe das vor einem Jahr oder so mal mit 180 Bar Tap gemacht. Also das war für mich jetzt nicht wirklich ein Truck. Heute war es auf jeden Fall besser. Heute habe ich es zu 70 und ein bisschen Tap gemacht und so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich ultra hyped. Lasst gerne ein Like für den Trick da. Übelst geil, dass ich den jetzt endlich mal geschafft habe. Ich werde den die nächsten Tage auf jeden Fall noch ein bisschen verfeinern und ein bisschen besser machen. Ich bin jetzt auf jeden Fall komplett nass geschwitzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr sowas gern öfter haben wollt oder sowas. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao.